Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist mal wieder meine wunderschöne Freundin mit dabei. Was werden wir machen? Heute werden wir einen Tag lang wie ein Zuschauer essen. Ja genau, richtig gehört. Das ist hier aber keine 0815-Folge, sondern eine Special-Folge. Ein Zuschauer ist auf mich zugekommen mit einer besonderen Story. Den werde ich dir und euch gleich vorstellen. Wir werden heute essen wie der liebe Kevin. Er ist 31 Jahre alt oder jung, 1,78 Meter groß. Und in seinen schlimmsten Zeiten, jetzt kommt es, halt dich fest, wog er 250 verdammte Kilo. So, ein Bild dazu. Krass. Selten sowas gesehen, selten gehört, dass ein Mensch so viel wiegt. Und sein Hobby ist WWE-Zocken. Nicht nur ernähren, so wie er, werden wir uns heute, sondern sein Hobby werden wir auch ein bisschen nachmachen. Da haben wir uns nämlich was Schönes überlegt. Ich hoffe, du bist dir dessen bewusst, wo du dich drauf eingelassen hast. Deinen ersten richtigen Cheat Day. Heute wandert in diese und in diese Wampe einiges. Ich sag nur 2 Liter Cola mit Zucker. Ich muss eine Sünde begehen. Starten wir mit dem Frühstück. Normale Personen würden 2, 3 Toast maximal sich da reinziehen. Aber der Kevin war nicht normal. Er hat sich sage und schreibe 8 in den Kopf gehauen. Belegt mit ordentlich Salami, Käse überbacken. Dazu gab es einen Dip, fettreiche Mayo. Als Getränk auch etwas. Das werde ich aber am Tisch erst vorstellen. Spannung soll ja ein bisschen bleiben, ne? Und das bereite ich jetzt für uns beiden süßen Menschen zu. His name is John Cena. Hör mal, nach dem Tag mit mir kannst du dich in der Klapse einweisen. Und ach, das schöne, ungesunde Weißbrot. Extra darauf geachtet, dass wir hier nicht heranleben. Hähnchen und Rind. Weil noch eine weitere Sünde zu begehen, wäre kein gutes Omen. Jetzt kommt die Kuh drauf. Was macht die Kuh? Abwarten und Tee trinken. Chai oder Früchtetee? Chai. Das ist nur der wahre Tee. Das ist der Heimat. Bam, das ist jetzt das fertige Frühstück. Hier riecht es einfach nur nach Salami. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie ist es zustande gekommen, dass der Bruder ein Gewicht auf die Waage gebracht hat von 250 Kilo. Er wurde in der Schule ordentlich gemobbt, geschlagen. Sein Gesicht wurde ins Toilettenwasser geklatscht. Und dann hat er noch geschrieben, dass ihm Kekskrümmel ins Auge gedrückt worden sind. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Das ist krass. Das habe ich noch nie gehört. Daran kannst du mal sehen, wie ekelhaft Kinder sein können, beziehungsweise Jugendliche. Zeigt, dass Mobbing keine Chance hat. Mit dem Daumen nach oben auf dem Video hier. Carsten Stahl wäre sehr stolz auf uns. Ja, sehr. Ist es denn was für dich? Nein, ich hasse Käse. Das habe ich auch noch nie gehört. Warum denn? Ich mag Streukäse auf Pizza, weil das so klein ist. Käse ist doch Käse. Das ist ja eine Scheibe, das ist ja groß. Ah, Frauenlogik. Wie gefällt dir das Essen? Weißbrot sage ich nein zu. Ja, zu Salami auch. Käse ist cool. Wir sind heute im Tag-Team unterwegs. Oh, danke. Das heißt, ich kann die Unterstützung leisten, falls der Ranzen das zulässt. Du meinst noch irgendwas von einem Getränk? Du siehst die beiden Shaker hier, ja. 500 Milliliter, pro Kopf Kakao. Da habe ich aber keine normale Version gekauft, sondern eine vegane, weil würde ich mir davon einen halben Liter reinziehen, würde es nicht gut enden. Ob das was kann, weiß ich ja nicht. Aber Kevin, Geschmack hast du, Kakao ist cool. Ja doch, ich liebe Kakao. Damals in der Schule immer in der Kombination mit Käse Laugenstange reingezogen. Es gab nichts Besseres. Es riecht wie so ein Alpro-Schokojoghurt und ein bisschen künstlich. Aber ich glaube, danach muss auch auf Klo gehen. Guten. Weil es so trocken ist, gibt es ja noch die gesunde Mayo. Drauf oder daneben? Neben. Bist eher so die Tumfrau? Ja. Boah, welcher Mensch mag Mayo? Da bin ich auch absolut kein Fan von. Vorzuge da Aioli. Aber ist gut. Geht runter wie Butter von Mutter. Hast du den Spruch eigentlich mal bei deiner Mutter angewendet? Nein. Ich kann auch den hier machen und das Ganze beschleunigen. Komm mit Rollo der Maschine. Roll nicht weg. Sonst gibt's Bauchspeck. Komm, wir das mal. Wie das aussieht. Der Querschnitt. Ich bin dir ehrlich, erstaunlich lecker. Ja, ist ganz okay. Perfekt getroffen. Auf dem ersten Geschmack schmeckst du auch gar nicht raus, dass es eine vegane Ersatzalternative ist. Nur wenn du genauer dich auf den Abgang fokussierst. Aber nur weil es vegan ist, heißt ja nicht, dass es gesund ist. Trotzdem hat es 100 Gramm Kohlenhydrate, das beides. Überleg mal, in meiner Freizeit nehme ich maximal 150 bis 180 zu mir. Das ist krass. Das ist mehr als die Hälfte von meinem Tagesbedarf. Hast du eigentlich Erfahrung mit Mobbing gemacht? Kannst du ehrlich sein. Du brauchst keine Geheimnisse von mir und von den Leuten erst recht nicht haben. Ich wurde jetzt nicht so krass gemobbt wie der Kevin, aber in der Grundschule, ich hatte mal eine Zahnlücke. Boah, ich auch. Was hieß es dann immer? Kannst du 2-Euro-Stück zwischen deine Zähne packen? Es wurde immer gesagt, oder? Ehrenlos. Und weil ich halt so klein bin. Also heutzutage wird die eine oder andere Person sagen, ey, du Standgebläse, was haben sie damals gesagt?
ausgelacht. Kennst du das, wenn Leute so machen auf deinen Kopf, weil die ja so größer sind? Ach, so vom Kopf geschlagen? Das haben die auch gemacht. Hast du es gefallen lassen oder hast du gepetzt? Ich habe immer gesagt, hört auf damit. Hab das aber nie gepetzt tatsächlich. War zu schüchtern einfach. Merk dir eins, du solltest nur Angst vor Gott haben. Sonst vor keinem anderen. Wurdest du damals gemobbt in der Schule? Tatsächlich nicht. Obwohl ich die Zahnlücke hatte und in meiner Fettsackphase aussah wie mein rechter Zeh, habe ich es mir teilweise rausgenommen, das gebe ich jetzt offen und ehrlich zu, dass ich die ein oder andere Person gestichelt habe. Bin nicht stolz drauf, war jung und dumm, habe mich auch leiten lassen von anderen Klassenkameraden. Das ist nie gut. Sehr stolz auf dich. Du hast jetzt easy peasy in einer ganz kurzen Zeit 4 Toast weggezogen. Weil ich noch sehr Hunger habe. Och, Alter, der Ernährungsplan, was noch auf uns zukommt. Oh, da rutscht das Herzchen in eine Buchse, wa? Prost. Ich kenne so einen Spruch, aber sag ich lieber nicht. Sag mal. Zum Witzeln. Jetzt habe ich mir hier angelacht. Oh. 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 Scheiße. Das wird sowas mal mit reingeschnitten. Das ist Saubacke. Ein paar Sekunden später. Oh. So, in 0, nix wurden sich 3000 Kalorien reingefressen. Wie fühlst du dich? Überhaupt nicht gut. Ich fühle es voll schlecht. Ich fühle mich auch kein Stück besser. Soll keine Ausrede dafür sein, dass es nicht weitergehen kann. Mit dem Mittagessen. Da kommt noch mal um einiges mehr auf uns zu als beim Frühstück. Allerdings habe ich die Produkte nicht zu Hause. Deswegen müssen wir einkaufen. Eigentlich habe ich vorgehabt, mit dem Fahrrad oder zu laufen, um ein paar Kalorien zu verbrennen. Aber das lässt mein körperlicher Zustand einfach nicht zu. Deswegen bin ich froh über das Gefährt hier. Let's go. So, vom erfolgreichen Einkaufen wieder back. Bin sowas von ausgelaufen, wie du bei mir, wenn ich abends das Shirt ausziehe. Das liegt an den 30 Grad. War bei Kaufland. Kommen wir zum Mittagessen, Einkauf vom lieben Kevin. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Das ist jetzt die Frage. Als Beilage gibt es sage und schreibe 3 Beutel Reis. Bitte nicht 3. Als Hauptakteur Chicken Wings. Eine ganze Packung. Normalerweise ist es hier für 6 Personen. Wie sollen wir das schaffen? Weiß ich nicht. Stopfen. Kevin, warum tust du uns das an? Nico, warum tust du dir das selber an? Du hättest doch auch einfach Nein sagen können. Damit es nicht zu trocken ist, ordentlich was an Tzatziki. Und zum Spülen Coca-Cola. 2 Liter mit Zucker. Alter Vater, wie lange habe ich das nicht mehr getrunken? Ich würde sagen, du bereitest das Ganze zu, damit du auch irgendeine Aufgabe hast. Willst du ersticken oder so? Jetzt gib es! Aus dem Stall! Was soll ich jetzt machen? Das darf eine Frau in der Küche nicht fragen. Das musst du wissen. Ich bin nicht so reich, ich kann mir das nicht leisten. Ich bin auch nicht reich, nur reich an Erfahrung. Hacken, hacken, hacken. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was heute abends im Bett abgeht. Bam, das Mittagessen wurde aufgetischt. Jetzt gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Chicken Wings pro Person. Was war das meiste, was du jemals gegessen hast? 4. Soll ich dir was verraten? Das meiste, was ich an einem Tag gegessen habe. Insgesamt 100 Stück. Nicht so viel. Aber in der Zeit habe ich auch knapp 15 bis 20 Kilo mehr gewogen. Ich weiß nicht, ob ich das heutzutage nochmal schaffen würde. Das erste Mal, dass ich Chicken Wings in der Heißluftfritteuse zubereitet habe. Lass uns einfach mal direkt reinlangen. Es sieht ja köstlich, schmächtlich, saftig. Schmaftig. Aus. Welche magst du lieber? Die Bollen oder die Wings? Machen wir, ne? Ich auch. Jetzt weiß ich, was ich nie an diesen Tiefkühl-Dingern mochte. Dass die einfach so einen ekligen Nachgeschmack haben. Weiß ich auch gar nicht mal. Deswegen ist ja auch so selten Chicken Wings dieses Knochen. Bist du eher ein Fan von so Tandles und Stripes? Ja, angefangen. Wie hätte ich das angehört? Kurz zum Englisch möchte ich ja Profi geworden. Lass aber nicht zu viel Fleisch dran, sonst zählt es nicht als aufgegessen. Eigentlich bevorzugt er die hotte Variante, aber ich weiß, du kannst mit hotten Sachen überhaupt nicht umgehen, außer mit mir. Deswegen lasse ich dich verschont. Meine werden getoppt mit Tabasco, Masco, Larasco. Und nicht draufspritzen. Boah, das ist nicht zu viel. Ja, it's Burning Man. Aber durch meinen Bruder bin ich dahingehend ja schon abgehärtet. Die 10, 15 Tropfen können wir nicht allzu viel anhaben. Kein Spaß, lieber das. Auch wenn es heute eine relativ große Qual ist, feiere ich das Format hier, weil da eine History hintersteckt. Falls da draußen eine Person gibt, die auch eine interessante Story am Start hat, die kein Problem damit hat, das mir mitzuteilen und dass ich das Ganze öffentlich mache, kann sich gerne mit mir privat per Instagram in Verbindung setzen und mir das Ganze mitteilen. Vielleicht werde ich auch als nächstes über dich ein schickes Video drehen mit der bezaubernden Dame neben mir. Ich bin sehr bezaubernd. Mein persönlicher Albtraum wird geöffnet. Kann auch wirklich an einer Hand abzählen, wie oft ich das mit Zucker getrunken habe. Immer Zero. Oder Light. Finde ich tatsächlich einen Ticken besser sogar. Ich auch. Stößchen.
Ich weiß nicht, warum man normale Cola trinken sollte. Für mich wird es keinen Grund geben. Ja. Du kannst dich mal wieder anschnallen. Auf 100 Milliliter 10 Zucker. Ja. Das mal 20, 200 Gramm Kohlenhydrate. Das ist krass. Nur durch das Getränk. Er hat ja dazu geschrieben, 3 Beutel Reis. Ich wollte da jetzt nicht ganz simpel einen Kochbeutel Reis nehmen, wäre ja zu langweilig. Deswegen haben wir uns für den Onkel Bens Mikrowellenreis entschieden in 3 verschiedenen Versionen, die wir noch nicht kennen. Wollte ich unbedingt ausprobieren. Chili con Carne magst du absolut nicht. Mhm. Das ist mir aber vollkommen egal. Manchmal bin ich auch egoistisch. Ja. Aber nicht immer. Okay. Doch, immer. Überhaupt nicht so was. Nicht, dass ich's glauben. Ich schwör's dir, Ende des Tages das Wichtigste, was zählt, dass du glücklich bist. Wirklich, ohne Geschleim und ekelhaftes Getue, um dich rumzubekommen. Ich hab dich nämlich schon rumbekommen. Das kommt vom reinen Herzen. Auch wenn das so viele vielleicht jetzt cringe ist, aber das ist halt Liebe. Das ist wahre Liebe. Ich glaube, die größte Aufgabe hier dran werden die 3. Was ist wirklich eklig? Sehr, sehr trocken. Ich habe auch gerade gelesen, hier drin befindet sich Fleisch. Ach so, echt? Oh nein. Ich will nicht wissen, wie die das haltbar gemacht haben. Die wolltest du hier unbedingt. Italienisch mit Mascarpone. Interessant. Riechen tut es aber irgendwie nicht so interessant. Ist dein Werk, musst du dich mit rumschlagen. Schmeckt wie Reis mit Tomatensauce. Das ist so trocken. Zum Glück haben wir ja ein Sassiki. Die neue Einheit hätten sie sich auch klemmen können. Aber es schmeckt um einiges besser als die Chili con Carne Variante. Die ist wirklich für die Tonne. Ich bin ja kein Fan davon, Essen wegzuschmeißen. Aber hier würde ich so weit gehen. Nein, schlussendlich kann ich das nicht übers Herz bringen. Es wird so ausschauen, Decke geht auf. Irgendwas in meinem Inneren sagt, das kannst du nicht mehr, das kannst du nicht. Es ist nicht schlecht, ess trotzdem. Er hätte wirklich jeden Dip dazu wählen können, aber warum Sassiki? Von hier zu passt das doch gar nicht. Kevin, ich frage mich echt, wie ich danach gefühlt habe. Jeff hat sich dann gedacht, oh, ich brauche noch mehr. Abwarten und Tee trinken. Das hat er sich gedacht. Ich würde vorschlagen, wir essen jetzt einfach so viel, wie wir können. Ich bin mir sicher, wir schaffen es nicht auf. Ich habe ja was angeteasert. Gleich steht so eine kleine Aktivität an, wo wir uns ein bisschen bewegen, Kalorien verbrennen. Das regt gleichzeitig auch den Hunger an. Ich denke, die Leute und der Kevin ist uns nicht böse. Drücken 1 oder 2 Augen zu. Wir genehmigen uns das danach. Ja. 20 Minuten später. Jetzt kommen wir zu dem Hobby von dem lieben Kevin. Er hat ja geschrieben, er zockt lieben gern Wrestling in seiner Freizeit. Ich gehe stark davon aus, auf der Konsole, da ich keine vernünftige Konsole am Start habe, habe ich mir was anderes Kreatives, Cooles überlegt. Wie ihr gesehen habt, habe ich den wunderbaren Wrestling-Ring hier aus meiner Kindheit aufgebaut. Mit 2 WWE-Chips geschnappt. Wir werden jetzt eine kleine Challenge machen. Wer trifft öfters? Jeder 3 Versuche. Abstand beträgt 2 Meter. Schnick, schnack, schnuck. Wer beginnen darf? Xing, shang, shang. Xing, shang, shang. Ich beginne. Aber davor werden die heutigen Teilnehmer vorgestellt. Ich gehe John Cena in den Kampf und ich bin mir sicher, dass ich gewinnen werde, weil er der Beste ist. Ich gehe als The Big Show ins Match und werde diese Show zu meiner machen. Schatz, du weißt, ich bin treffsicher. Treffsicher, ne? Das war nur die Aufwärmphase. Die Aufwärmphase, Mann, der kann das selber nicht. Sogar mit Augen zu. Pass auf. Ich habe mir das viel leichter vorgestellt. Tja. Wie heißt der nochmal, dieser Mann? Wie heißt der? Bobby Clown, du kannst ja gar nichts. Wenn er vor dir stehen würde. Ich meine, du siehst neben mir schon so aus, aber neben ihm, der ist 2,20 Meter. Das ist mega. Du hast doch Vaseline drauf geschmiert. Naja, it's your turn, baby girl. Oh, yeah. Den kannst du dir gepflegt in der geben. Der Hut vom Sheriff bringt mir jetzt viel Glück. Und John Cena genauso. So. Was? Und somit hast du das schon gewonnen. Alter, du bist gut. Ich habe sogar ein Präsent für dich. Oh. Den Women's Champion. Natürlich halten wir das ein, was wir versprochen haben. Starten wir erstmal mit den Chicken Wings. Das sind nur 2 kleine, das ganze riecht hier danach. Das ist so eklig. Kalt schmecken müsse sogar besser als warm. Beides irgendwie. Wisst ihr was? Ich war geschockt, wo ich das gehört habe. Die Dame hat mir erzählt, sie war noch nie bei KFC. Das müssen wir definitiv nachholen. Können wir auch in Videoform festhalten. Falls ihr das sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. So einen ganzen Tag lang das Essen, was wir noch nie gegessen haben, da ist einiges, was du mir erzählt hast, wo ich einfach nur gestaunt habe. Naja, ich finde cool, dass du diese Erlebnisse dann mit mir erlebst, dass ich dir das zeigen kann. Ja, reicht bei mir auch. Ich hab da immer mein Arschtuch dabei. So eine Angewohnheit. Die trockene Angelegenheit ist auch noch übrig geblieben. 4-5 Löffel und dann ist der Kollege auch weg. Ich überlasse dir das. Damit es besser rutscht. Nein, nein, pass auf mich, du sollst glücklich sein. Nein, ich gehe hier raus. Wenn sich 2 streiten, freut sich der Dritte. Hier bis Brigitte. Oh.
Ich merke, durch die ganzen Kohlenhydrate entsteht in meinem Körper eine enorme Wärme. Eigentlich ist hier eine angenehme Temperatur, aber ich weiß ganz genau, wenn ich mich jetzt nackt ausziehen würde, es wird zu wenig sein. Ich müsste auch die Haut abziehen. Aber Mädel, ich kann das nicht ansehen. Ich habe gerade gesagt, kurze 15. Was verstehst du unter kurze 15? Ich will eher Männer. Wie normal essen. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Snack, was er gerne nach dem Videozocken zu sich genommen hat. Ich hätte jetzt extrem Bock auf etwas Süßes. Ja, Mann. Das wird auch easy reingehen, aber der Mann ist ein sehr, sehr herzhafter Typ. Mhm. Nicht so der Süße. Wobei er süß schreibt. Schokolade oder Eis, da wäre ich so glücklich jetzt. Aber nein, es sind 2 Dosen Pringles. Ich merke allein an dieser Stille, wir sind beide nicht von überzeugt. Einmal Paprika und Hot and Spicy. Erklärt sich von selbst, wer was bekommt. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt Pringles gegessen habe. Auch fast weg. Ich auch nicht. Ich mag die sowieso nicht so. Ich auch nicht. Ich mag eher so funny frisch. Ja, die haben so einen eigenen Geschmack. Ich kann nur kleckern, ne? Die scharf. Das ist eine geile Schärfe. Also für mich jetzt. 4. Probier. Und ich rede jetzt von kein Bier. Um 4. Ich bin ein Stier. Alles okay. Alter, das war das erste und letzte Mal, dass ich sowas zu mir genommen habe. Im großen Finale steht eigentlich etwas Zuckerreiches noch an. Die Rede ist von Eistee. Zum Glück habe ich ja einen Partner, der dies in einer zuckerfreien Variante anbietet. Und nein, das ist kein Cheaten, sondern ein Gamechanger. Die Rede ist von Holy, die neben Eistee auch Energy und Hydration anbieten. Die Produkte sind zuckerfrei mit nur natürlichen Aromen, Farbstoffen, kein Taurin und Proportion unter 20 Kalorien. Die perfekte Alternative zu herkömmlichen Softdrinks, auch preistechnisch. Unter 80 Cent pro Portion. Herkömmliche Energies kosten meist mehr als das Doppelte. Optimal für meinen Lifestyle trinke ich gern beim Sport, bei Gehirnaktivitäten oder einfach vorm Fernseher beim Essen. Denn da darf kein leckeres Getränk fehlen. Meine Lieblingsgeschmäcker findet ihr in der Videobeschreibung. Könnt euch gerne dran orientieren. Würde einfach mal behaupten, mein Geschmack ist gar nicht so übel. Also zumindest in der Hinsicht Lebensmittel. Falls ihr aber nicht direkt mit einer großen Dose starten wollt, dann kann ich euch das Starter-Set Deluxe empfehlen. Mit allen Holy Bestsellern. Energy, Eistee und Hydration. Inklusive cooler Shaker. Perfekt, um euch komplettes Programm durchzutesten und euren absoluten Favoriten zu entdecken. Code zum Sparen habe ich natürlich auch für euch. Als Neukunden nutzt gern Lifestyle 5 für 5 Euro Rabatt. Und falls ihr schon mal bestellt habt, nutzt Lifestyle für 10% auf eure komplette Bestellung. Viel Spaß beim Shoppen! Wir sind beim großen Finale angekommen. Wir haben bis jetzt 7246 Kalorien gegessen. Mhm. Wenn wir das hier aufgesnackt haben, sind wir bei knapp 8,5. Hast du in deinem ganzen Leben schon mal so viel Kalorien an einem Tag gegessen? Bestimmt nicht. Wie fühlst du dich? Ja, schlapp halt. Das wäre alles ungesund schon wieder. Schlimmer als beim letzten Video? Kann das nicht alles essen? Ja, doch. Ich glaube schon. Ich mich auch. Die ganzen Kohlenhydrate geben eine Rechte. Das war aber noch nicht alles. Dazu gibt es 1 Liter Eistee. Zum Glück habe ich ja die zuckerfreie Alternative. Kleiner Reminder. Holy hat 2 neue Eisteesorten rausgebracht. Du kannst jetzt den Geschmack wählen. Watermelon Hibiskus. Hört sich sehr interessant an. Und Honigmelone Green Tea. Boah, das ist krass. Die Entscheidung wird mir schwerfallen. Der Honigmelone. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Getränk getrunken mit Honigmelonengeschmack. Wenn ich dieses Mal drüber nachdenke, ich auch nicht. Was man Holy lassen muss. Die bringen kreative Geschichten raus. Ja. Wo auch was hintersteckt. Ist nicht nur Schein, sondern auch Sein. Geht der Spruch so? Weiß ich nicht. Darf ich mal riechen? Du bist so eine Person. Du musst an ich allem muss schnuppern, immer ne? riechen. Müssen wir mal im Hintern riechen, ob der sauber ist. Schicken wir das Ganze. Das reicht wirklich 3-4 Mal. Mach richtig zu. Und es ist, wie ihr sehen könnt, klumpenfrei aufgelöst. Profis würden jetzt noch den einen oder anderen Eiswürfel reinklatschen. Ein kaltes Getränk schmeckt einfach besser als ein warmes. Habe ich leider nicht zur Hand, deswegen aber können wir dies nicht machen. Wow. Mhm. An sich nur Grüntee kannst du mich mit jagen. Aber dadurch, dass da noch so eine Honigmelonennote bei ist, harmoniert. Mhm. Weißt du was, Schätzchen? Ich habe heute einen sehr, sehr guten Tag. Schenke ich dir. Bitteschön. Was ist denn süß, ey? Weiß ich nicht. Guten Tag. Oftmals siehst du auf YouTube, Leute empfehlen Produkte. Ist es auch schon mal passiert, dass du was probiert hast durch eine Empfehlung und dir dachtest, Alter, das schmeckt komplett scheiße? Ja, ich glaube schon. Und sowas kann ich nicht ab. Ich könnte niemals mit meinem Gewissen vereinbaren, für ein Produkt zu werben, nur weil das Geld stimmt. Du hast die eine oder andere Sorte ja schon probiert. Von Energy Eistee bis zu Hydration. Overall, wenn du eine Bewertung abgeben müsstest, so, so oder so. So. Approved by Mrs. Lifestyle. Mann, Übrigens sind vor uns hier 700 Gramm Wedges. Magst du die eigentlich? Wenn die gut gemacht sind, ja. Aber die sind nicht gut gemacht. Weiß ich ja nicht. Dazu Supreme. Supreme. Oder Sour Cream und Kartoffelcreme. Magst du Supreme? Wenn ich eins lassen muss, du hast heute ordentlich mitgehalten. Natürlich. Hätte ich nicht gedacht. Du hast fast genauso viel gegessen wie ich. Mhm. Und ich würde sagen 60-40. So etwas kann man nur im Restaurant gut essen. Also oder bei Burger King. Ich
habe ja den ganzen Tag über gesprochen, hat er gegessen. Das ganze Jahr hat ein Happy End, wie jeder guter Film. Nämlich hat der Bruder es geschafft, abzunehmen. Die Zahl ist nicht gering, sondern schon recht hoch. Sage und schreibe 130 Kilo. Natürlich war der Weg nicht leicht, mit Rückschlägen war alles dabei. Er meinte, ich war eine sehr große Motivation und ich habe ihm Kraft gegeben, wo ich das gelesen habe. Allein jetzt auch, dieser hat ein bisschen Gänsehaut bekommen. Daran könnt ihr sehen, egal in was für einer Situation ihr euch befindet, es gibt fast immer einen Ausweg. Darf ich was sagen? Du darfst alles sagen. Jetzt dann vielleicht viele Leute wieder sagen, oh wie cringe. Moment, weißt du Pauli erstmal? Du nimmst mehr Anlauf als Cristiano Ronaldo beim Freistoß. Also der Mann neben mir, wir reden ja gerade vom Motivieren, hat mich auch sehr motiviert wegen Gym. Vor ihm bin ich zwar auch gegangen, aber sehr selten. Immer diese Phasen kennt ihr doch Leute, ne? Aber jetzt gehe ich mit immer ihm zusammen regelmäßig und das macht sehr viel Spaß. Das freut mich zu hören. Und wer motiviert mich? Achteinhalbtausend Kalorien befinden sich in der und in der Wampe. Ich kenne dich ja mittlerweile so gut, wir verstehen uns blind. Ja. Soll ich dein Feedback schildern? Du musst dir sagen, ob ich richtig lieb. Okay. Das war heute für dich zu viel, zu eintönig und es hat definitiv Süßes gefehlt. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich hätte ein Cheat Day auch anders gestaltet. Der Großteil war absolut nichts für mich. War aber eine coole Erfahrung, hat mir Spaß gemacht mit dir das Ganze zu drehen. Wie gesagt, wenn ihr auch gegen Mobbing seid, ich glaube, jeder normal denkende Mensch ist dagegen, solltet das Video hier liken und somit können wir dagegen ein wenig ankämpfen. Danke für euren Support, wir lieben euch, bis zum nächsten Mal, peace. Ciao. Oh, boah. Ich hab grad voll mal ein Problem bekommen.